Dopton's Wärmebildkamera gibt es jetzt nicht nur für Android, sondern auch für iOS. Schaut mal, TC002. Es hat genauso eine schöne Verpackung wie das TC001er. Und das testen wir gleich mal aus. Und natürlich gibt es ein Verlängerungskabel mit dazu. Installiert euch da die App TC002 von der Firma Topdon. Steckt das Teil einfach hier ein. Steckt mal das unten ein. Jawohl. Und da gucken wir mal. Oh, was ist denn da los? Sobald ihr das Teil reingesteckt habt, geht auch die App auf. Und was sieht man da? Liana, du bist ja ganz rot. Wie warm ist denn die Kleine? Du bist ja ganz schön warm. Hast du Fieber oder was? Mit dem TC001, mit dem Samsung, da habe ich euch auch erklärt und gezeigt, für was man so eine Wärmebildkamera benötigt. Über diese App könnt ihr auch ein Video aufnehmen, ein Foto machen, um eurem Kunden oder euch selber das Ganze abzuspeichern. Wow. Guck mal. Ja? Mach mal einen Handabdruck. Leg mal deine Hand auf den Boden und lass los. Guck mal, man sieht deinen Fingerabdruck. Man sieht deinen Handabdruck. Und lass los. Schaut mal, wie krass das ist. Seht ihr das, wie lang die Wärme noch auf dem Boden bleibt? Lerne, du machst ja den kompletten Boden dreckig. Und jetzt malt mir mal ein Herz. Oh ja, nochmal. Wow. Ich bin ja. So seht ihr nichts. Und so mit der Wärmebildkamera. Ewi, du bist ja ganz rot. Und ja. Oha, und du noch roter. Junge, Junge, Junge. Okay, Mädchen, Mädchen, Mädchen. Zeit. Schaut euch mal an, wie warm der Ladeadapter wird. Ist ja unglaublich. Deswegen sagt meine Frau auch immer, Schatz, bitte Ladeadapter immer ausstecken, wenn wir wegfahren. Seht ihr, wie warm der wird? So gut ist es auch nicht. Nicht, dass es irgendwann mal überhitzt und dann anfängt zu fackeln, zu brennen. Und dann sagen auch wahrscheinlich viele, ja, du hast ja das Handy auf Laden gestellt. Nein, es steckt einfach bloß drin. Da ladet kein Smartphone. Und wir sehen hier so eine Wärmeentwicklung. Jetzt gucken wir uns mal den Fernseher an. Einwandfrei. Schaut mal. Wenn der Fernseher aus ist, dann entwickelt er keine Hitze. Aber ihr, man sieht euer Spiegelbild und man sieht, dass da vom Spiegelbild die Wärme kommt. Geil. Oh, so könnte man genauso wilde Tiere in der Nacht sehen, wenn ihr ein Jäger seid. Schaut mal, ich gehe mal ganz weit weg. Ganz weit weg, ganz weit weg. Da kann man immer noch erkennen. Guck mal, da ist jemand. Da ist jemand im Gebüsch. Krass. Jetzt gehen wir mal nach oben. Oh, ich nehme schon seit 4 Minuten auf. Ausschalten. Seht ihr? Und dann könnt ihr auch sehen, ob irgendwo die warme Luft entweicht. Ob euer Haus sauber gedämmt worden ist. Papa, ist schon das hier. Malen? Dann mal doch mal. Die Zauberhand. Leg mal deine Hand drauf. Ja. Schön. Und jetzt gucken wir uns mal den Kühlschrank an. Was ist hier oben eigentlich? Was ist das? Da ist ein Kaffee. Das ist ja richtig warm. Der Kühlschrank ist kalt. Hier ist so heiß. Und hier ist es heiß. Wieso? Mach mal das Fach auf. Oha, wahrscheinlich vom Kühlschrank. Seht ihr? Ja, da geht's auch sehr heiß. Der Kühlschrank ist richtig heiß. Lass mal offen. Lass mal offen. Komplett offen. Und da sieht man, dass da die Steckdose vom Kühlschrank ist und dass da die Rippen vom Kühlschrank sind und dass es hier extrem heiß ist. Ich habe eine Antwort.
wieso er so heiß ist. Wieso? Weil die Hitze, die wird weiter verarbeitet im Kühlschrank und wird zu Kälte. Und wenn die Kälte rauskommt, dann wird es zu Hitze. Jawohl, das heißt, drinnen ist es kalt, außen ist es warm, weil, so wie durch den Wärmetausch. Tut den und die ganze Wärme rausmachen. Aha, cool, habt ihr es verstanden? Jetzt guck mir mal. Es ist in der Nacht. Schaut mal, da ist kein Licht an. Die Heizung ist aus, das sehen wir. Mein Spiegelbild erzeugt Wärme, Leute. Seht ihr? Es ist mein Spiegelbild. Aha, Steckdose ist warm. Seht ihr, das ist nicht Steckdose, das ist vom Föhn. Ja, das Lämplein ist auch warm. Krass. Wer ist da? Unheimlich aus. Unheimlich, auf jeden Fall. Also, wenn ihr mal keine Taschenlampe zur Hand habt und die Taschenlampe von eurem Smartphone defekt ist, dann könnt ihr unten die Wärmebildkamera anschließen und trotzdem noch alles sehen. Aber alles, was warm ist. Oh ja. Schaut mal, die zwei USB-Anschlüsse. Das Komische ist, die sind auch warm. Ja, wenn ihr euch überall im Haus solche verbaut und irgendwann mal einen zu hohen Stromverbrauch habt, dann wisst ihr, woher das kommt. Aber interessant, normalerweise, wenn man hier nichts lädt, dann darf ja auch nichts sein, oder? Oder liege ich da falsch? Und hier genauso, wenn man das Smartphone benutzt, dann ist es auf jeden Fall heiß und warm. Und wenn das Smartphone schon längere Zeit liegt, geh mal da mit den Fingern drauf. Tipp mal drauf. Mach ihn mal an. Dann wird es hier wärmer. Ja, okay. Schau auch deinen Fingerabdruck. Aber klasse, gell? Und da sieht man, wie es anfängt warm zu werden. Der ist ganz heiß. Und dieser hier ist noch kühl. Man kann hier nicht nur aufnehmen, also Videos aufnehmen und ein Foto schießen, sondern auch Temperaturüberwachung. Wenn ihr jetzt ein Android-Smartphone habt, dann müsst ihr das TC001 bei uns kaufen auf www.ml24.shop. Und wenn ihr ein iPhone oder Apple-Gerät habt, dann das TC002. Und hier haben wir zum Beispiel eine Überwachung. Ach, guck mal, ich stand gerade hier vorne und da sieht man immer noch meine Fußabdrücke. Seht ihr? Da war gerade mein Fuß drauf und jetzt hier. Zack, ich bin weggegangen, wieder ein Fußabdruck. Und das könnte man ja eventuell sogar für die Schuhmacher nehmen. Guck mal, ich habe Plattfüße. Das heißt, ich stelle mich hier drauf, kann weggehen, kann ein Foto davon schießen und dann wissen wir ganz genau, ist der Fuß in Ordnung oder nicht. Wo sind hier die Doktoren unter euch? Und da kann man zum Beispiel die Aufzeichnung festlegen. Startzeit, Datum und so weiter. Und dann wird die Temperatur aufgezeichnet. Gerade. Und hier Galerie. Da sind unsere gespeicherten Videos. Dann können wir hier auf Teilen oben gehen. Und per WhatsApp teilen. Facebook. Video sichern auf dem Smartphone. Dann kann man ganz genau sehen. Aha. Was man hier aufgenommen hatte. Das ist auf jeden Fall richtig praktisch. Nicht nur für den privaten Gebrauch, sondern auch für den geschäftlichen. Egal, ob ihr jetzt ein Elektroinstallateur seid oder Gas, Wasser oder sogar Kfz-Mechatroniker, Gutachter. Da gibt es einfach zig Berufe, die sowas benötigen. Bild im Bild, zack. Und dann sehen wir auch, was wir aufzeichnen. Also traumhaft, wunderschön. Klasse Teil, gefällt mir auf jeden Fall. Ich gebe dafür einen Daumen nach oben und schreibt mal eure Erfahrungen. Sogar für die Leute, die einfach Bock drauf haben, die verschiedene Videos kreieren möchten. Geht mal zum Wasserfall oder irgendwo anders hin und nehmt das Ganze mal auf. Ihr wundert euch, wie das Ganze ausschauen wird. Seht ihr das? Man hat einmal die Kamera vom Smartphone, die zum Beispiel Bild in Bild macht. Ne? Ihr seht ganz genau, was hier da aufzeichnet. Und die untere Kamera, die Wärmebildkamera, wo da die Wärme verloren geht. Geil.
Jeder, der sich sowas kauft, den bitte ich, uns in die Facebook-Gruppe das Ganze mal reinzustellen. Wir haben ja die Gruppe Top Down. Und es wäre interessant, was ihr so Schönes aufnehmen könnt. Was ihr so Schönes aufnimmt. Ab diesem Video, meine Freunde, werde ich euch in die Facebook-Gruppe mal ein paar Videos reinstellen und euch einfach fragen, was es sein könnte. Das wäre doch ganz interessant. Was habe ich da so Schönes aufgenommen?